So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, immer noch mit Gast. Nachdem wir jetzt die Colosseum-Action abgeschlossen haben, bin ich jetzt hier im Elfendorf, in Heimdall, und möchte Sidequest starten. Ich glaube, bei dem war es, oder? Ein wichtiges Buch wurde aus dem Ort gestohlen. Was sollen wir machen? Wir haben es noch nicht verbrannt. Warum verbrennt ihr Bücher? Es sind verfluchte Bücher, die die Geschichte des Krieges der Unterwelt erzählen. In dem Buch sind Dämonen versiegelt, die nach dem Thron der Unterwelt streben. Das klingt nach einem ziemlich gefährlichen Buch. Außerdem haben wir den gesegneten Stein verloren. Da fehlt ein Gänsefüßchen, oder? Das ist absolut richtig. Mit dem man das Buch verbrennen kann. Wir haben die Chance verpasst, das Buch zu verbrennen. Wir haben den gesegneten Stein in Terrascala gefunden. Wirklich? Also wenn du dieses verfluchte Buch findest, dann verbrenn es bitte. Wenn das Buch weiter existiert, können die Dämonen entkommen. Und diese Welt wird mit Niflheim. Der Welt, der Unterwelt vereint. Gesegnete Stein, er verwendet das Mana in deinem Körper zu einer heiligen Flamme. Verwende diese Flamme, um die Kreaturen der Unterwelt zu besiegen. Seiding. Wenn wir also das Buch der Unterwelt finden, sollen wir es verbrennen, richtig? Es gefällt mir irgendwie nicht, aber was soll's, wir machen es. Halt, stopp. Wo du jetzt noch einen Schritt weiter tust, Erfahrungsfähigkeit. Ach so, stimmt ja, die wollte ich ja mal zeigen. Hab ich wieder vergessen. So, wir haben für Lloyd, hat sich nichts geändert. Er hat weiterhin seine Luftattacke. Genesis und Rain haben weiterhin ihre Konzentration. Kratos hat die Sturmböe immer noch. Den habe ich ja den Elan gegeben, mit er etwas schneller im Kampf ist. So, und Sheena hat jetzt das Anti-LM. Das reduziert Elementarschäden gelegentlich um die Hälfte, was extrem gut ist. Und die Kombo-Kraft, über den Schaden, der durch Kombos zugefügt wird. Dann Colette hat eine wunderschöne Fähigkeit, die 4 Fähigkeiten braucht, nämlich die Engelsträne, und die belebt einmal in jedem Kampf wieder automatisch. Was ich extrem gut finde. Dann hat sie noch Auferstehung, wo sie auch wiederbelebt wird, und Tibbles Lied. Das ist es auch neu? Glaube schon. Denke schon. Wie ist das eine extrem coole Fähigkeit, wie ich finde. Hat man ja im Kolosseumskampf gesehen. Hat ja auch einen Gegner Engelsträne gehabt. Und Brestia und Regal haben beide Ruhm. Und Ruhm verhindert das Straucheln bei einem gegnerischen Angriff. Extrem gut ist. Extrem, extrem gut. Ja, die brauchen beide 4 Fähigkeiten. Ja. Jawohl. Wunderschön. Tätig war ich in der kleinen Pause übrigens auch. Indignation. Ist jetzt bei 50 Mal. 54. Ja. Und das heißt... Wieso braucht dein Indignation 30 Mana? Hast du einen Feenring? Ah, ich habe mir einen Feenring rangemacht, richtig. Ich dachte schon. Ja, ist ja gut, dass ich das mal gesagt bekomme. Ja, ich hab's halt vergessen. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendwelche Ausrüstung unterschlagen wird. So, ist unser Team ausgerüstet, ja? Okay. Okay. So, dann wollen wir halt mal dieses Buch verbrennen. Das könnte ein paar Parts dauern, die Sidequest übrigens. Oh ja, und ich hoffe, wir schaffen's. Ich hoffe's auch. Soll ich auf schwer stellen? Ja, bitte. Wir hatten nämlich noch auf normal. Ultra Go, ne? Du weißt schon. So, dann mache ich hier mal den Save vom Buch. Wo speichere ich denn hin? Ich speichere wieder da hin. Okay. Zack. So, und los geht's. Dann müssen wir nämlich nach Cybeck. Und müssen in die Bibliothek. Wo findet man sonst Bücher? Natürlich. Und ja, da im Regal ist so ein unauffälliges Buch. Wo könnte es nur sein? Ich weiß es nicht. Ist doch nicht etwa hier? Hey! Oh Gott, Stimme. Moment. Hey, sieh mal! Dieses Buch ist ein Hexfjahr-Gebot. Stimmt, was steht da drauf? Es ist in der Sprache hier geschrieben. Was sie? Siegel? Ich krieg die Stimme heute nicht hin. Egal. Ist eine Art Siegel. Ihr seid der Fenster im Machterwerk. Ihr werdet in das Buch eingesogen, wenn ihr nichts dagegen tut. Holschen? Wovon redest du? Ob ihr aber auch wieder daraus entkommen könnt, ist völlig ungewiss. Im Moment kann ich euch noch mit meiner Macht beschützen. Was wollt ihr tun? Probiert es trotzdem. Verstanden. Was ist passiert? Anscheinend. Achso. Du musst du reinspringen. Bin schon so gewöhnt. Anscheinend wurden wir in das Buch hineingezogen, so wie Origin es gesagt hat.
In das Buch hinein? Ist es möglich? Und was machen wir jetzt? Nein, der gesegnete Stein! Die ist der gesegnete. Ah, nee. Es ist der gesegnete Stein. Bist du hier, um uns zu zerstören? Was ist das für eine Stimme? Ihr seid die Könige der Unterwelt. Wenn ihr minderwertige Kreaturen glaubt, uns bezwingen zu können, dann legt eure Leben in die Waagschale und stellt euch der Prüfung. Das muss das Buch sein, das aus Heimdall gestohlen wurde. Dann. Also, kannst du mich Hüter des neuen Pakts. Eugen! Ihr dürft nicht zulassen, dass dieses Buch weiter auf dieser Welt existiert. Dieses Buch enthält die Essenz der Dämonenfürsten, die den finsteren Plan hegen, die Welt mit der Unterwelt zu vereinen. Die Essenzen gewinnen im Laufe der Zeit an Stärke und werden eines Tages den Besitzer des Buches in den Wahnsinn treiben und anschließend die Welt. Also gut, was sollen wir machen? Ihr könnt das Buch zerstören, indem ihr das Seelenfeuer im entlegensten Winkel der Unterwelt dieses Buchs entflammt. Doch selbst das Seelenfeuer kann das Buch nicht mit einem schwachen Feuer vernichten. Ihr müsst das Seelenfeuer so weit erhitzen, bis es heiß genug ist, um das Buch zu verbrennen. Überall werdet ihr Kerzen finden, mit denen das Seelenfeuer versteckt werden kann. Entzündet sie, um die Macht des Seelenfeuers zu intensivieren. Seelenfeuer ist gleichzeitig das Licht eures Lebens. Geht das Seelenfeuer aus, erlischt die Flamme eures Lebens. Alles klar, lasst uns das Seelenfeuer verstärken und zur unteren Ebene gehen. Ach, es klingt so einfach. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt im Buch drin. Oben links könnt ihr lesen, wir sind momentan in Stratum und Ebene 1. Wie Stratums gab's? Ich hab keine Ahnung. 3 oder 5? Und ich glaube, jedes Stratum hat 5 Ebenen. Und wie gesagt, wir müssen Seelenfeuer sammeln. Und ich glaube, um das Buch zu verbrennen, brauchen wir 1000 Seelenfeuer. Denke schon. Und wie wir das Seelenfeuer erhöhen, das werdet ihr schon noch sehen. Und wir haben auf fast auf jeder Ebene einen Effekt. Und hier ist der Ebeneffekt, dass wir KP plus 1% in Bewegung bekommen. Was das extrem cool ist. So, und dann gibt es auch noch 3 verschiedene Formen von Ebenen. Das hier ist die dunkelblaue Ebene. Das sind übrigens diese Katzen. Die, wenn man anzündet, bekommt man mehr Seelenfeuer. Und die haben immer noch ein Feature mit drin. Wo wir zum Beispiel Sachen finden oder uns geheilt wird. Was du vielleicht erwähnen solltest, ist, dass jeder Schuss Feuer verbraucht. Ach ja, so ein Mana-Ringschuss verbraucht 10 Seelenfeuer. Und ja, es gibt 3 verschiedene Ebenenformen. Die dunkelblau, da müssen wir uns die Wege selber aufschießen. Breakdance übrigens. Und die anderen 2 werdet ihr auch noch wahrscheinlich sehen. Und wir müssen über den Ausgang suchen. Und ich bin natürlich instant richtig gelaufen. Das wusste ich natürlich. Na schön. Also, alles in der Welt geht hier vor. Dies ist unsere Welt. Ihr seid lediglich Außenseiter. Ihr müsst nach den Regeln unserer Welt kämpfen. Verdammt, auch das noch. Dieses Buch ist gefährlich, gefährlich. HP minus 1? Das ist jetzt blöd. Das ist... Und auch noch. Oh, du Heilige. Das ist blöd. Das ist übrigens das Rote. Die rote Ebene. Und da müssen wir jeden Gegner besiegen in der roten Ebene. Das wird ja wunderschön. Oh, das ist gut. Na gut. Ah, das Buch, das kann ein bisschen dauern. Au. Eieiei. Ja. Wunderschön wurde ich jetzt wieder gefistet. Alter. Ach, schön. Du ekelhafter Navia. Haben wir die eigentlich schon gescannt? Ich glaube, die gibt es nur in dem Buch. Ja, ne? Ich glaube schon. Vibrier dich zu Tode, Controller. Meins auch. Alter. Ja. Oh, Atlas ist so riesig. Das ist größer, aber wirklich. Sind Gegner nicht eigentlich auch bloß im Buch? Ja, doch, keine Ahnung. Aber Mensch, dass du keine Ahnung hast. Ja, Mensch. Es tut mir ja leid. Ich war bei dem LP nicht dabei. Du hast aber gesehen? Ja, dann merkt man sich sowas nicht. Nein. Au. Brady? Tiger Blade. So, Freundchen. Oh, so schön. Und tot. Ja, die Ebene kann ein bisschen dauern, weil wir, wie gesagt, jeden einzelnen Gegner besiegen müssen. Das ist nicht schön. Angriff erhöht. Yay. Das wird gerade langsam zur Grunde gehen, ist übrigens auch uncool. Ja, das ist echt ein doofer Ebeneneffekt, aber gut.
Wir können uns ja zur Not immer heilen. Ja, das ist richtig. Ja, was ist das eben hier für Gegner? Den Namen nicht verdient. Zack, zack, und Twin Tiger Blade. Ja, so dazu. Liebe diese Attacke. Wunderschön. Ach ja. Ja, und ihr seht schon, hier kommen alle möglichen Gegner aus dem gesamten Spiel. Es ist, ja, egal wie schwach oder stark sie sind. Find's cool. Ja, ist gut. Das war ein bisschen übertrieben, meinst du nicht? Nee, das muss minimal. Das ist Quatsch. Schon. Sollte man übrigens auch noch erwähnen, Kämpfe geben auch sinnvoll. Ja, aber nur minimal. Minimal, aber es hält einen am Leben. Ja, man verbraucht nämlich, weiß nicht, wie viele Sekunden ein Seelenfeuer, aber es geht auf jeden Fall nach unten. Kontinuierlich. Ja. Was machen wir denn diesmal? Hast zu viel Auswahl, ne? Ich hab viel zu viel Auswahl. Die Kombination, ne? Tiger Rage, Twin Tiger ist eigentlich überhaupt nicht möglich, dass man dieselbe Attackenart nacheinander kombiniert. Huch! Die falsche Attacke. Hab ich noch nicht weggestellt. Hab ich noch nicht weggestellt? Das ist natürlich schlecht. Na gut. Okay. Das ist echt ein doofer Effekt. Alter. Ja. Gott. Schmerzen. Vom nächsten Kampf muss ich jetzt mal heilen. Wow. Das ist echt uncool. Aber hat Rain eigentlich so unglaublich wenig KP? Alter. Du bist noch weniger. Sehr gut. Ja, echt. Zwei Wölfe. Da drücke ich gar keinen Zauber. Da. Ich spring da mal raus. Ich spring wieder über den Gegner drüber, so wie ich das halt gehört. Natürlich. Hallo da. So, mal schauen, ob dieser richtige Zauber rumkommt. Das ist so. Raus, schnell los. Meine Güte! Hallo! Danke. Ich tippe es wie wieder durch die Gegend. Natürlich, was auch sonst. Ja, mal sehen, ich werde, glaube ich, zwischendurch mal auf Karadas wechseln. Auch bis zum zweiten Stratum bleibe ich, glaube ich, bei Lloyd. So ein bisschen hier Tiger Rage, Twin Tiger Blade kombinieren. Aber Win Tiger Blade! Bam und bam! Oh, schön. Jetzt mit dem Lichtzauber, das ist echt toll. So. Das ist noch hier unten Weg. Dürfen wir fast fertig sein. Oh, du liegst ja fast. Das sind eine Menge Fackeln gerade gewesen. Jo. Ach komm, ich springe mal am Gegner vorbei. Das war auch immer mein Problem beim Training. Weil ich nicht am Golddrachen trainiert im Kieberwald. Da bin ich immer gegen da vorbeigesprungen. Da bist du keine Kombo machen. First World Problems. Ja, ich mag schon. Ja. Und das war vorbeigeschossen. Das sind 10 Seelenfeuer einfach mal verschwendet. Richtig. Das wird mir doch öfter passieren. Spoiler. Oh, je. Yeah. Jetzt schon 270 Seelenfeuer, das ist toll. Oh. Und das müsste, glaube ich, der letzte Gegner sein hier. Oh, dieser Schaden, den man hier frisst, ne? Da. Ja, ich komm's gar nicht zum Zaubern. Warum soll ich hier? Na schön. Okay. Und jetzt ist hier ein Bob. Dingsbums erschienen. Okay. Wir
sterben, als ich auf dem Weg hin. Oh, die Zeit sagt, der Bart ist vorbei. Weißt schon wieder, meine Güte. Ich hoffe, man kann auf dem Weg nicht verrecken. Also, mit dem Pix. Gehen wir noch auf die nächste Ebene, schauen, was der Effekt ist. Und dann beenden wir erstmal den Part. Schön, wie viel Schaden bekommen wir, wenn wir uns beamen. Traumhaft. Ja. KP-Effekt plus 1%. Ja. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, dann beende ich erstmal hier den heutigen Part. Das war's schon wieder für heute. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Tschüss.